Geh mal noch mal ins Zimmer, jetzt wo der Kamin an ist. Vielleicht hat der Kamin ja was mit der Schlüssellösung zu tun. So. Da wären wir auch schon. Und der Kamin ist immer noch aus. Ist aber ein ganz schön langsamer Butler. Ja, wo könnte denn der Schlüssel sonst sein? Dann nicht. Brieftasche. Im Zimmer ist es ziemlich kalt. Ja. Reden wir noch mal mit Wir haben uns schon alles gesagt, was zu sagen war. Okay. Obergeschoss. Waren also doch noch nicht überall hier oben. Hinter den anderen Türen im Flur sind nur leere Zimmer. Sinnlos, dorthin zu gehen. Oder auch schon. Okay. Irgendwie muss ich aber ja auch noch auf die andere Seite kommen, da hinten. Ah, doch so einfach, ja. So. Zaun. Dies ist die Stelle, an der William seinen letzten Atemzug nahm. Ich gehe erst, wenn ich die Wahrheit herausgefunden habe. Ja. Habe ich nicht anders erwartet. Zum Stall. Brunnen. Er ist trocken. Daraus wurde schon lange kein Wasser mehr geholt. Okay. Reden wir einfach mal mit dem Typen da. Mein Name ist Samuel Gordon. Sie sind Morris, der Stallknecht, nicht wahr? Ja, Sir. Ich weiß, wer Sie sind. Bates hat mir von Ihnen erzählt. Ich habe eine Frage an Sie, Morris. Was können Sie mir über Bates erzählen? Was wollen Sie über ihn wissen? Nun, ich weiß es nicht genau. Er ist anders als früher. Mir kommt er so vor wie immer. Der gleiche alte, hochnäsige Trübsalbläser. Früher war er nicht so. Das ist möglich. Ich kenne ihn ja erst, seit ich hier arbeite. Wie lange arbeiten Sie denn hier? Fast 5 Jahre. Morris, wie war Ihr Verhältnis zu Sir William? Naja, wie das zwischen einem Stallknecht und einem Pferdebesitzer. Okay, schätze ich. In der ganzen Zeit, in der ich hier arbeite, hat er nur ein paar Sätze mit mir gesprochen. Ich meine, ich habe ihn nur selten gesehen. Ich verstehe. Morris, Sie wohnen gleich neben dem alten Flügel. Können Sie von Ihrem Zimmer aus den alten Turm sehen? Was meinen Sie damit? Ich gehe da nie hin. Wer hat Ihnen das erzählt? Das war dieser alte Säufer, oder? Es war nur eine Frage. Warum regen Sie sich so auf? Ich wusste, dass dieser Bastard über mich Tratsch verbreitet. Glauben Sie ihm bloß kein Wort, Sir. Wenn er besoffen ist, redet er Mist. Sicher. Aber Sie waren doch im alten Flügel, nicht wahr? Ja, aber nur aus Neugier. Ich habe sonst keinen Grund, dahin zu gehen. Außerdem ist es unheimlich. Was meinen Sie damit? Naja, ich habe da einfach so ein ungutes Gefühl. In diesen alten, klammen Mauern habe ich immer das Gefühl, als würde ich von etwas beobachtet werden, was älter ist als die Jahrhunderte.
Und diese Stille. Es ist einfach unheimlich dort. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich da nicht arbeiten muss. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Auch nicht sonderlich lehrreich. Es ist abgeschlossen, weil es so selten benutzt wird. Okay, Holztreppe. Oben ist die bescheidene Wohnstätte des Stallknechts. Ich habe keinen Grund hinaufzugehen. Die Säcke da sind voller trockenem Heu. Sie sollten in den Stall gebracht werden, bevor es regnet. Ja, kann schon sein. Hier ist eine Schublade. Metallkiste. Hammer? Der sieht neu aus. Damit müsste ich die Bretter vor der Tür zum Turm abhebeln können. Das ist ja schon mal was. Nägel, Schrauben, nichts, was ich gebrauchen kann. Okay, aber wir können schon mal die Tür öffnen. Sie wirkt stabil, aber ich klettere da nicht hoch. Da ist nur Heu für die Pferde und das ist Morris' Aufgabe. Okay. Das Wappen unserer Familie. Sie sollte repariert werden. Eimer? Wasser für die Pferde. Okay, sonst scheint hier auch nichts mehr zu sein. Dann gehen wir halt wieder zurück. Und noch weiter zurück. Und rein. Um dann jetzt endlich in diesen Turm zu können. Und da vielleicht dann den Einstieg zu finden, mal ein bisschen weiter zu kommen. So. Genau. Lauf. Und dann mit dem Hammer da die Bretter wegmachen. Geschafft. Der Weg ist frei von Hindernissen. Wunderbar. Und jetzt ist bestimmt abgeschlossen. Verdammt. Die Tür ist abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel sein könnte. Ich sollte Victoria fragen. Warum habe ich das geahnt? Naja, aber jetzt haben wir wenigstens wieder einen Grund, zur Victoria zu laufen. Sind also vielleicht einen Schritt weiter. Es sei denn, der geht jetzt nicht in die, durch die Tür zur Victoria. Das könnte natürlich auch passieren. So. Zum Esszimmer. Ich weiß, ich sollte Victoria in Ruhe lassen. Aber ich muss sie um den Schlüssel zu Williams Arbeitszimmer im Turm bitten. So, wir gucken uns aber erstmal hier kurz um. Kleiner Schrank. Ich habe in den Schubladen nichts zu suchen. Wahrscheinlich enthalten sie Victorias persönliche Sachen. Okay. Einer meiner Vorfahren, Durkheim Gordon. Dieses Gemälde ist mindestens 300 Jahre alt. Seltsam, dass die Farben trotz der Jahre so kontrastreich sind. Egal, wir reden jetzt einfach mal mit der. Victoria, ich weiß, du möchtest für dich sein, aber ich muss etwas wissen, was nur du beantworten kannst. Vielleicht hilft es mir, auf andere Gedanken zu kommen. Erinnerungen können so zermürbend sein. In den letzten Jahren habe ich oft hier gesessen, allein mit meinen Gedanken. Worüber möchtest du reden, Samuel? Bates, Dr. Herman. Nö, über den Schlüssel. Victoria, ich brauche den Schlüssel von Williams Arbeitszimmer. Ich weiß, du willst nicht, dass jemand dorthin geht, aber... Niemand darf dieses Zimmer betreten.
Warum redest du über diesen Ort mit mir, Samuel? Warum zwingst du mich, daran zu denken? Ich wollte nur... Geh weg. Ich will jetzt allein sein. Natürlich. Vielleicht kann ich einfach in ihrem Zimmer danach gucken. Gehört sich zwar nicht, aber... Es wäre vielleicht eine Lösung. Victoria ist im Gemeinschaftsraum. Ja. Okay, dann fällt mir jetzt nur noch die Bibliothek ein. Um ehrlich zu sein. Dafür muss ich aber auf die andere Seite. Ah, der ist weg. Okay, Herman. Verschiedene Bilder, Schriftstücke. Mittlerer Abschnitt. Gucken uns erstmal wieder um. Es ist voller Dokumente und alter Schriftrollen. Ich sehe nichts Interessantes. Okay, was mit der Schriftrolle? Ein Plan von unserem Gut. Der könnte sich als nützlich erweisen. Den nehme ich mit. Okay. Ja. Alte Karte. Eine von Hand gezeichnete Weltkarte aus dem 16. Jahrhundert. Hier scheint etwas zu fehlen. Hier scheint etwas zu fehlen. Ja. Okay. Literarische Werke. Renaissance. Darunter sind viele große Bücher. Vielleicht lese ich später darin, wenn ich Zeit und Muße habe. Ja, okay. Gut, hinterer Abschnitt. Es ist sinnlos, diese Bücher durchzublättern. Keines davon kann mir sagen, was passiert ist. Noch mehr Bücher. Tisch. Williams Schreibtisch. Er verbrachte früher unzählige Stunden davor. Ja. Großes Buch. Die Chronik von Schloss Wormhill. Die Pfarrkirche existiert schon sehr, sehr lange. Schon unsere ältesten Bücher und Aufzeichnungen erzählen von ihr. Nur die Mauern unseres Schlosses erinnern sich an ihre Erbauung. Marcus Gordon ließ die Kirche vor so langer Zeit erbauen, dass das genaue Datum im Nebel der Vergangenheit verloren ist. Folglich kann das tatsächliche Alter des Gebäudes nur geschätzt werden, da es in der Vergangenheit keine genauen Aufzeichnungen gab. Nach Meinung angesehener Historiker wurde die Kirche um das Jahr 1215 herum errichtet. Man glaubt, dass Marcus die Kirche auf einer heidnischen Stätte erbauen ließ, an der im Wandel der Zeiten viele unschuldige Menschen gestorben sind. Es gibt jedoch keine entsprechenden Aufzeichnungen. In den Büchern, die mir im Schloss und Pfarrhaus zur Verfügung stehen, wird davon auch nichts erwähnt. Vom historischen Standpunkt her ist dies also bloß eine Annahme. Wahrscheinlich eine von vielen erfundenen Legenden, wie sie in diesem Teil des Landes kursieren. Eines ist jedoch gewiss: In diesem Zeitalter entstand die Akademie von Black Mirror. Wie bei der Kirche von Wormhill war Marcus für die Entstehung des imposanten Gebäudes verantwortlich.
Die neue Akademie mit ihrer riesigen Bibliothek sollte als Wissenszentrum für das Volk dienen. Außerdem war sie ein sicherer Aufbewahrungsort für die Chronik der Familie Gordon, die auf Anweisung von Marcus von den Gelehrten behütet werden sollte. In diesem Punkt jedoch meinte es das Schicksal mit Marcus nicht gut. Nach seinem Tode brach ca. 1512 ein Brand in der Akademie aus. Trotz der beherzten Rettungsversuche der Bewohner, die zum Schloss eilten, um die Flammen zu bekämpfen, brannte die Akademie bis auf die Grundmauern nieder. Als ersichtlich wurde, dass das Gebäude nicht mehr zu retten war, versuchte man, die Aufzeichnungen zu bergen. Nicht jeder war bereit, sein Leben in der tödlichen Hitze zu riskieren, nur um Papiere und Bücher zu retten. Aber hätte es nicht einige mutige Menschen gegeben, wüssten wir heute nicht, wer Marcus Gordon gewesen ist. Und die Geschichte des Black Mirror Schlosses wäre verloren gegangen, denn ein Großteil der Chroniken fiel den Flammen zum Opfer. Bei dem Brand starb Garmore Gordon im Alter von 45 Jahren. Sein Mut wird uns auf ewig in Erinnerung bleiben. Vom Personal der Akademie blieb niemand am Leben, der sich um die Aufzeichnungen und alten Bücher, welche das Feuer überdauert hatten, hätte kümmern können. Folglich wurden die verbliebenen Bände der Gemeinde von Wormhill übergeben, in die Obhut von Pater Matthias. Bis zu seinem Tode im Jahre 1543 bewahrte Pater Matthias die historischen Schätze sorgfältig auf. Diesem heiligen Mann verdankt die Familie von Garmore Gordon die Erhaltung der Chroniken und der alten Aufzeichnungen. Seit dieser Zeit wird die Chronik der Familie Gordon über die Jahrzehnte an die Nachkommen von Pater Matthias weitergereicht. Bis heute. Zur Unterschrift gegeben von Jeremy Gordon im Jahre des Herrn 1632. Okay. Da war die kleine Geschichtsstunde. Ja, sonst ist hier wohl auch nichts mehr. Zum vorderen Abschnitt. Ja, Bild angucken. Jeremy Gordon, Williams Vater. Gott. Ich weiß echt nicht, was ich hier machen könnte. Viele Bücher für lange Abende. Ich habe im Moment keine Zeit, darin zu lesen. Ist ja gut. Man muss aber ja alles untersuchen. Alte Bücher und Dokumente. Wahrscheinlich sind sie von dem Haufen auf dem Stuhl heruntergefallen. Dieser Bücherschrank ist voller alter, staubiger Bücher. Ich glaube, nicht eines davon würde mich interessieren. Okay, dann reden wir mal mit Herman. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja, in Ordnung. Es geht um William. Ich weiß, dass Sie nicht nur sein Arzt, sondern auch sein Freund waren. Ja. Das gilt für Ihre ganze Familie. Was haben Sie denn auf dem Herzen, Gordon? Ihnen ist wohl klar, dass dies kein angemessener Zeitpunkt ist, um über William zu sprechen. Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war. Nun, es ist in der Tat seltsam. Wie sollte es nur passiert sein? Und diese Verbrennungen? Was für Verbrennungen? Zahlreiche tiefe Verbrennungen. Ich habe keine Ahnung, woher sie stammen. Reden Sie weiter. Nicht jetzt, Mr. Gordon. Ich möchte heute wirklich nicht mehr darüber reden. Kommen Sie morgen wieder, dann erzähle ich Ihnen gerne alles. Also gut, dann erwarten Sie morgen meinen Besuch. Ich werde bestimmt kommen. Dr. Herman weiß etwas Wichtiges. Ich muss morgen mit ihm sprechen. Okay, ja. Jetzt weiß ich eigentlich nur, dass ich morgen mit dem reden muss. Vielleicht muss ich ja jetzt in mein Zimmer. Vielleicht war Beta jetzt da und hat endlich den Kamin angemacht.
Aha. Hat er. Ich habe den Kamin in Ihrem Zimmer angezündet, Sir, wie Sie mich gebeten haben. Danke, Bates. Es war recht kalt da drin. Ich werde mich jetzt um meine weiteren Pflichten kümmern. Falls Sie etwas benötigen, ich bin unten in der Halle zu finden. In Ordnung. So, wunderbar. Vielleicht können wir jetzt das Rätsel um den verloren gegangenen Schlüssel lösen. So. Der Kamin ist angezündet. Jetzt ist es angenehm warm. Ja, ganz toll. Wo könnte denn der Schlüssel sein? Ah, Türrahmen. Da könnte natürlich ein Schlüssel versteckt sein. Da kann ich nichts sehen. Er ist zu hoch. Junge. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, wir haben jetzt auch nichts, um uns draufzustellen. So eine kleine Trittleiter oder so. Abgeschlossen. Ja. Da war ja was. Na gut, ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich noch machen soll. Ich würde auch sagen, ich mache erstmal Schluss für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.